Aber jetzt rüber. Block. Waffenwechsel. Das muss jetzt klappen. Kampfgewehr. Aus der Hüfte schießen. Na, oh, warte. Haben wir voll abbekommen. Wir brennen. Wir brennen. Wir gehen rein. Ich sehe nichts. Ich bin blind. Von hier an blind. Ist auch gut, dass wir hier nicht per Schnellreise aus Locations rausballern können. Wie in Fallout 76. Das macht hier immersionstechnisch sehr viel Sinn. Ich will nur noch nach Hause. In die Richtung hier durch. Flip 6-3, hallo. Wir haben es geschafft. Nadja, oh Nadja. Wir brauchen die Kohle, meine Gute. Aber ratzi-fatzi. Vielleicht nochmal zerlegen, ne, damit wir hier... Ach nee, wir wollten mal überprüfen, ob die Schrottgegenstände vielleicht in ihrer Vanilla-Form eventuell mehr Kohle bringen. Guck mal nach, bitte. Schrott. Wir haben ja ein bisschen, genau, Asbest 2. Und hier zum Beispiel Becher, Glasständer 1. Schwer zu vergleichen, aber ich glaube, wir würden hier auch 3 Kronkorken-Tickets bekommen. Ein pro Stahl, ne? Stahl bringt 1. Habe ich Stahl auch so da? Ja. Ah, okay. Ja, ja. Haut schon hin. Dann können wir der Ordnung halber... Ich komme gleich wieder. Eine Sekunde. Hier, guck mal. Ich kann zaubern, Nadja. Plock. Nicht schlecht, ne? Aber nicht, dass jemand anderes das sieht. Die Flaschen waren nur 2. Nur wenn da so ein richtig schöner Haufen entstanden ist. Dann... Dann können wir darüber reden. Plock, 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 plock. Dreimal schwarzer Kater. Nice. Und wieder eingesteckt. Lass uns handeln. Nee, stopp. Eine Sekunde. Bier, 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 Bier. Wir wollen richtig Asche machen. Wir haben auch Waffen zu verticken. Und dann müssen wir mal das Ding jetzt hier ausprobieren, ne? Das grobe Gewehr. Ja. Macht 50 Schaden, aber das ist so. Das hat hier so eine schöne Nachladeanimation. 215 Reichweite. Ach so, hier haben wir nur 131. Könnte man ändern, aber nein. Nein, nein, nein. Um Gottes Willen. So ein schönes Gewehr. Und die Reichweite, oder? Absolut. Bier. Bier, 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 Bier. Ich hab noch welches. Ich hab sogar... Hab ich nicht noch irgend so ein... Genau, Craft-Bier. Geschlürft, Mann. Ja, absolut. Ich glaube, wir müssen auch mal langsam das Wetter noch mal einstellen. Nach der Neuinstallation habe ich noch keine Season eingestellt. Ich möchte auch hier eher postapokalyptisches Wetter haben. Richtig. Herbst oder Winter? Ja. Das machen wir auch noch. Hi. So, was wollen wir dir denn verkaufen? Das kannst du haben. Und das Kampfgewehr, das behalten wir. Kettensäge ist für die Sammlung. Aber du kannst jetzt die Powerpolenta haben, ne? Oder kommt die in die Sammlung? Haben wir? Haben wir. Kurz doppelläufige Schrotflinte. Hier, mach irgendwen anderes glücklich. Powerpolenta. Nachtsicht, umgebaut, grob, Gewehr, G17, ist eigentlich richtig billig, das Teil, Schirm ist für die Sammlung und Teppichmesser haben wir auch schon in der Sammlung. Ich behalte mal die Mine, hat mir doch ganz gut gefallen, muss ich sagen. Haben wir noch Legendärkram, den wir nicht angezogen haben, immer noch nicht, ich werde ja verrückt, indisches Essen, 7. Wir wollen nicht mal ein bisschen leer machen, um eine gute... Oh, wir haben 9 Kleber. Vielleicht sollten wir auch ganz kurz Feuer eventuell unser neuestes Rüstungsteil bemodeln. Eine Sekunde. Dann brauchen wir nicht unbedingt nach Hause. Nochmal. Zaubern. Abracadabra. Simsala. Bim. Use. Armor. Workbench. Und dann war das unser Harnisch, richtig? Unser niegelnagelneuer Harnisch, der uns mehr Aktionspunkte verschafft. Oder naja, uns mehr Aktionspunkte verschafft. Aber wir müssen doch nach Hause. Oder wir kaufen auch mal Leder. Taschen. Taschen, Taschen, Taschen. Ja, die normalen Taschen gehen vor. Aber ich hätte hier auch ganz gerne ein bisschen extra Panzerung. Es bleibt
Bei Leder. Habe ich ja schon Leder verkauft. Hast du Leder, Nadja? Ich wollte gerade ins Handelslot auch gehen. Nein, das ist nicht 476, Leo. Wie oft denn noch? Ich möchte Leder von dir, Nadja. Ich möchte Leder kaufen. Hast du Leder? L? Hast du bestimmt, ne? Oh. L.E. Leder. Oh, ist das teuer? Mein Gott, ist das teuer alles. 6 und... Nee. Ich hab den ganzen Laden voll mit Leder. Ich verkaufe dir jetzt den Rest. Und dann ist gut. Kleine Abzockerin, du. Wir brauchen 208, da hast du nicht, ne? Na, dann sparen wir erstmal. Sonst irgendwas von Relevanz... Eigentlich nur den Kram, den wir ihr immer andrehen. Aber nein. War nur noch Schrott, ne? Ja, nur noch Schrott. Ist okay, wir haben genug. Wir haben genug davon zu Hause. Und wenn wir sowieso nach Hause müssen, dann ist sowieso egal. Bis 308. Oh, wir sind sogar drüber. Den Rest wieder mit Bleibälle. Aber nur ausnahmsweise. Das sind 9 plus 8 sind 17. Bitte sehr. Block. Und schon bist du pleite. Aber wir brauchen die Kohle viel mehr als du. Wir sind fertig, Nadja. Absolut fertig. Wir sind wieder rank und schlank, richtig. Naja, fast 30 drüber im Vergleich zum letzten Mal. Aber das kann ich akzeptieren. Gut, wir wollten darüber und gehen jetzt wieder zurück zum College und dann immer weiter und weiter und weiter und weiter. Aber vorher vielleicht nochmal ganz kurz zum Bahnhof, der ist hier quasi um die Ecke, wir können ja auch per Schnellreise rüber, weil wir sind ja jetzt Experte in Sachen Schlösser knacken und wir können da jetzt reingucken bei den Kisten, beim Wombat. Aber hier können wir immer noch nicht rein, ne? Frechheit. Aber wir sollten uns bewaffnen. Vielleicht ist noch einer gekommen. Vielleicht war das ein Nest. Da war wirklich ein Nest. Stimmt. Ganz vergessen. Übel. Üble Geschichte. Da war wirklich kein Eingang. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das auch hier die Location. Es ist eine draußen Location. Hier noch irgendwas. Das Wetter stimmt. Das wollten wir auch verstellen. Wir sind in der Lage dazu. Jetzt. Die Stunde der Wahrheit. Wir sind durstig. Stimmt, die Timescale wollten wir auch beeinflussen. Wir sind offiziell betrunken. Waren wir? Craft Beer wirkt nicht mehr. Wurde rausgespült vom ganzen Wasser. Ne? Ne? Irgendwo hier oben bei Kalle. Kalle, Kalle, Kalle. Brametschädel. Wie billig. Kommt da jetzt noch einer oder nicht? Es dampft die ganze Zeit. Kein gutes Zeichen. Arzttasche. Der Arzt ist schon lange weg. Oh, ich hätte gern eine unique Waffe, bitte. Irgendwas Cooles. Danach machen wir das Wetter, ne? Wir stellen Winter ein. Wir wollen es winterlich haben. Nehme ich. Morph-X. Hier zumindest kurz einstecken. Da wird Muni drin sein. Ein grobes Gewehr. Der Verkauf lohnt sich nicht. Schade. Und ich denke, ich werde das mit meiner Sammlung so machen, dass wir, oder ich besser gesagt, vor jeder Folge immer 5, also vor jeder Aufnahme werde ich 5 Artikel aus der Sammlung per Konsolen-Command zurück in die Sammlung zurückzaubern. Es wird ein bisschen dauern, aber früher oder später haben wir die komplette Sammlung wieder. Ich habe ja eine Liste. Alles wird gut. Ist da noch ein Ei oder so? Nee. Naja, hat sich jetzt Medium gelohnt für die Erfahrung. Zukünftig werden wir keine Probleme mehr haben beim Öffnen von Expertenschlössern. Und mir fällt gerade so ein, da ist noch ein Expertenschloss gewesen. Bei dem Boot. Richtig. War das die Kutisark? Aber wenn, dann oben, ne? Ja. Aber es könnten Gegner kommen. Und danach Wetter. Sind wieder welche da? Da oben drin, ne? Da war auch ein Expertenschloss. Ich erinnere mich. Aber erstmal müssen wir wieder raufkommen aufs Schiff.
Das Wetter ist viel zu sonnig. Das ist London. Wir machen das als erstes. Wetter. N-A-C-X. Wir wollen Wetter. Wir wollen Klima auswählen. Mit Schnee? Oder Foggy? Das ist London, ne? Wenn dann Foggy, Fall. Oder Nuclear Climate. Das ist auch ziemlich cool. Fangen wir an mit Fall. Und dann irgendwann Nuclear Climate. Erst in 48 Stunden wird es aktiv sein. Aber meistens geht das viel schneller. Viel schneller. Ich würde jetzt einfach ein anderes Wetter sofort einstellen. Aber mache ich nicht. Ich will da jetzt nichts verstellen. Aber hier war noch irgendwas Expertiges. Da sag ich doch. Gut gemerkt, Leo. Das war auch das letzte verschlossene Etwas, was wir aktuell noch nicht öffnen konnten. Aber gut. Na. Sag mal. Ist verrückt. Irgendwo da. Wir haben noch 47 Haarklammern. 46. Na. Geht doch. Na gut. Dann wieder zurück zu Nadja. Wie viel Wasser haben wir eigentlich noch? Warum hat Nadja keine Pumpe? Oder gehen wir vom College? Ist näher dran, ne? Macht mehr Sinn. Oh oh. Hallo? Nein. Alles im grünen Bereich. Wir wollen eine Platte, wollen wir holen, weil wir gerade um die Ecke waren. Die wird wahrscheinlich da in diesem Kirchengebäude sein. Aber hier ist noch so viel zu entdecken. Aber okay. Na gut. Breach and clear. Lieber mal quick speichern. Friedhof ist oft nicht gut. Gerade in Sachen Ghule und so. Kirche der heiligen Dreifaltigkeit. Alles klar. Hier kommen bestimmt gleich Ghule. Und ich habe keine Schaufel dabei. Schande. Wenn man in Fallout 1 mit einer Schaufel ein Grab ausgehoben hat, dann hat man einen speziellen Merker bekommen. Und minus 5 auf Karma. Doch das nur am Rande. Oh, ich habe eine Schaufel gefunden. Kann ich das nur aufmachen oder nicht? Nee, leider nicht. Aber ich denke, es wird so sein wie immer. Wasser. Timescale verändern, richtig. Eine Sekunde. Aber nicht, dass wir das Spiel kaputt machen. NRC Settings, Timescale. Current Timescale 12. Oh. Default ist 20. Ist schon eingestellt. Okay. Ja, läuft langsamer ab. Wenn in echt jetzt eine Sekunde vergeht, vergehen im Spiel nur 12 und nicht 20 Sekunden. Das ist okay, das ist fast die Hälfte. Machen wir die Hälfte draus. Aber dann ist auch gut, ne? Wir wollen es uns nicht zu einfach machen mit den Survival-Aspekten. Stimmt das jetzt auch? Funktioniert das zur Abwechslung mal auch so richtig nice? Das wäre ja mal toll, Timescale. Naja, bestimmt nach dem nächsten Neustart oder so. Aber ist in Ordnung. 12 kann ich mit leben. Selbst wenn es bei 12 bleiben sollte. Na, hier noch irgendwo einer. Oh, da drinnen ist bestimmt alles voll. Mit miesen Pau. Rettratten. Ah. Ah. Und hier. Was ist mit dem Teich hier? Wir könnten mal Wasser klauen, aber das ist doch bestimmt verstrahlt, ne? Ja. Oft. Irgendwas Interessantes vielleicht? Was zum Mitnehmen? Ist ja alles interessant. Ich verbringe hier so gerne Zeit. In dieser Postapokalypse, was ist das? Liegt da eine? Uno Sekunde, Palfa, wow, vorsichtig, hä? Haben wir den erledigt? Weiß ich nicht. Ach ja, stimmt, ich erinnere mich.
Ja, an dich kann ich mich erinnern. Und da ist das Auto. Da hatten wir Deckung gesucht gehabt. Warte mal, gibt's hier noch ein Parkhaus? Nee, das war das Nebengebäude. Gut, Kirche. Aber Dali. Rein und wieder raus. Und einen Schluck trinken vorher. Quicksafen. In die Hocke. Plock. Oh oh, ich höre sie schon. Oh, alter Schwede. Ja, genau. Ja, genau. Hi. Ula. Schande. Zeit für Helden. Helden. I will avenge. Es war so klar. Aber vielleicht klappe die zweite. Plock. Na, komm schon. Okay, ich will ehrlich zu euch sein. Es lief nicht wie geplant. Ich dachte, es gäbe hier Nebeneingänge, aber das sind nur Fake-Türen, Deko-Türen. Wir müssen schon hier durch den Haupteingang. Aber diesmal sind wir vorbereitet. Und zwar mit Muskelazar. Als erstes muss eigentlich der Crit aufgeladen werden. An irgendwelchen kleinen Gegnern, die wir hier draußen finden. Und dann gehen wir rein und dann verpassen wir dem Schützen. Es ist nur einer. Das habe ich mittlerweile rausgefunden. Dem Schützen mit Muskelazar einen kritischen Schuss auf die Stirn. Aber jetzt möchte ich erstmal hier... Hey, ihr Ratten hier. Kommt doch mal raus, ihr Flummis. Hm? Na. Ja, ist okay. Plock. Da geht noch was. Das war nicht die letzte Ratte, oder? Kommt raus aus eurem Versteck, ihr Flummis. Tanso. So, der Crit ist aufgeladen. Aber auch diese Ratte müssen wir eliminieren. Na. Junge. Sag mal. Aus der Hüfte. Der letzte Schuss. Sonst noch wer? Abgelaufene Spritze. Hat sie verschluckt? Sie hätte sowieso nicht mehr lange gemacht. So, 7. Drogen. Hm. Angriffsschaden. Ja, also Hypo haben wir. Und Morph X. Nehmen wir das mal. Und irgendwas, was uns schnelle AP-Punkte verschafft. Ausdauer 2. Nehme ich. Hypo. Okay. Ach, come on. Die nächste Abhängigkeit. War ja klar. Hier. AP auf Zeit. Danke sehr. Und Morph X. Also wenn das jetzt nicht reicht, dann weiß ich ja auch nicht. Wir haben Hunger und Durst. Eine Sekunde. Wir müssen gleich nochmal überspeichern. Haben wir Gebratenes dabei? Eichhörnchen am Stiel. Aber wir sind nicht satt. Abgelaufenes Sandwich. Jetzt sind wir satt. Sehr schön. Das fordert das Immunsystem raus. Und dann trinken. Aber außerhalb. Schluck, schluck, schluck. Wie bitte? Wir haben kein Wasser mehr. Echt nicht? Schande. Wir sind mittelgut vorbereitet. Aber wir haben ja Cola. Reicht das? Nein. Noch mehr Iron Brew. Geht das in Ordnung? Macht es das noch schlimmer? Kann das sein? Eins noch. Ist weg. Gut, okay. Alles klar. Der Schütze muss als erstes sterben. Ich nehme euch komplett mit. Durch die Ladephase. Da hinten. Nein. Erstes, ne? Sie ist es. Kritisch. Ula, vorsichtig. Waffenwechsel. Kampfgewehr. Hallo. Oh, verflucht. Haben wir was davon abbekommen? Schande. Na. Little Klöppchen. Aber jetzt. Rübe. Plock. Waffenwechsel. Das muss jetzt klappen. Kampfgewehr. Aus der Hüfte schießen. Na. Oh, warte. Haben wir voll abbekommen. Wir brennen. Wir gehen rein. Ich sehe nichts. Ich bin blind. Von hier an blind. Waffenwechsel. Little Klöppchen oder Flitzer. Flitzer ist besser, ne? Na.
Energie ist noch da. Na, hör doch mal auf zu brennen, haben wir es? Schande. Ah! Da ist noch wer. Sie werfen mit Mollys. Kritisch, 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 kritisch. Jesus Maria. Wir haben alles, ne? Oh Gott, aber wir sind doch ordentlich mitgenommen worden. Ja, dafür hat sich die weitere Abhängigkeit gelohnt. Polizeiknüppel. Ich check die Liste. Ja, haben wir schon. Kannst du behalten, oder? Ist das Handelsware? Nein, Kapuzenmantel. Haben wir schon. In der Pseudoliste. Kaputte Gasmaske. Nein, haben wir nicht. Kapuzenmantel haben wir nicht. What the heck? Ein episches Outfit. Nehmen wir mit. Können wir machen. Oh, Entschuldigung. Molly. Aber die bringen nichts, ne? Doch. Die sind alle genug wert für unsere Quote. Wir brauchen auch Handelsware. Nicht vergessen. Ja, wir machen die ganzen Kultisten nackig. Aber auch nur wegen Kohle. Für Kohle tun wir einfach alles. Ich stehe auf Kohle. Dienstgewehr. Kennen wir ja schon. Lohnt sich nicht mitzunehmen. Aber der Kapuzenmantel von dem Aschehaufen. Schande, Schande, Schande. Leichenkohl. Eingesteckt. Kapuzenmantel. Was für ein Kampf. Ist das jetzt durch? Pfundmünze. Damit können wir wieder Iron Brew am Automaten ziehen, ne? Ich glaube, ja. Das kommt, glaube ich, die Optik kommt von den Drogen, ne? Ist ja noch was Besonderes. Oh ja, Saves. Ohne Ende. Verbessert. Das hat nichts zu heißen. Da kann guter Kram drin sein. Na, hier vielleicht. Hier. Noch ein Stück. Come on. Alles. Nehme ich. Danke sehr. Ja, just a little bit more. Gelle. Ja. Ja. Dann hätten wir alles, ne? Aber müsste jetzt auch abgeschlossen sein. Ansonsten flippe ich aus. Nein, eventuell später eine Quest-Location. Da war noch irgendwas. Aber das kann uns egal sein. Wir machen weiter. Ja, wir gehen wieder raus. Saubere Arbeit. Und dann Richtung Marker. In die Richtung, das ist ein Bunker oder so. Da wird es sein, ne? Ja, höchstwahrscheinlich. Genau in die Richtung. Die Nachwirkungen von den Camps, die machen mich immer fertig. Die ganze Zunge ist so pelzig. Wow. Vorsichtig. 4. Little Flitzer. Na ihr. Kritt ist schon voll. Block. Und hier noch. Danke sehr. Durch. Absolut. Ich liebe Little Flitzer. Aber sowas von. Echt gut. Buh. Naja. Man kann es auch übertreiben mit der Gründlichkeit. Muss man selber wissen. Schirm. Aber das ist jetzt ein Schrottschirm, ne? Das ist kein Kampfschirm, den wir schon haben. Es besteht Verwechslungsgefahr. Die Musik ist schon so herrlich. Kann man die Vögel erschießen? Ja, kann man. Gut zu wissen. Aber da müssen wir jetzt rein. Wow. Die Rache der Vögel. Vorsichtig. Na, wo? Da oben. Erwisch ich so nicht. Ich hab einen Crit. Stimmt. Muskelazar. Now it's your turn. Ich glaube im finalen Durchlauf hatten wir Muskel gar nicht. Gar nicht nachgeladen. Oder vielleicht gar nicht benutzt. Weiß ich gerade nicht. Und was war mit der Pistole los? Warum hat die nicht funktioniert, wie sie sollte? Das eine Mal. Aber könnte ein Bug sein.
Ein kleiner, aber feiner. Sowas passiert. Kurz probieren. Jetzt geht wieder alles. Ist in Ordnung. Lass ich drinne. Sonst noch irgendwer hier? Deeper Field macht alles besser. Außer das Nachladen von... Schwarzpulverwaffen. Nehme ich, danke sehr. Oh, das war Muni fürs Kampfgewehr. Das ist ja schön. Haben wir auf der 3 aktuell. Aber mit zu wenig Muni. Dann wieder zurück. So Little Klöppchen auf der 3. Ist besser. Ist besser. Für den ultimativen Nahkampf müssen wir da durch. Ist da noch wer? So viele Fragen. Ja, wir müssen da durch. Sonst noch irgendwas hier? Nee. Na gut. Dann rein. In den Luftschutzbunker. Deswegen sind wir hier. Glaube ich. Ich dachte, jetzt würde eine Ladesequenz kommen. Habt ihr auch gerade gedacht, ne? Ja, ja, ja. Hm. Ach, da geht's auch noch rein. Das ist ja schön. Aber erstmal Kram. Kurze Kampfflinte. Noch eine. Verkauf lohnt sich sogar. Aber wir sollten, bevor wir sie verkaufen, auf jeden Fall... Oh, Offiziersmütze. Ohne Sekundo. Ich check die Liste. Nein. Haben wir noch nicht. Was bringt die? Hat die einen herrlichen Buff vielleicht? Resistenzen einfach nur 5. Aber keine allgemeinen Buffs. Aber hat doch unsere Cthulhu-Maske auch nicht. Die bietet einfach nur 19 Schutz. Unser Motorradhelm haben wir weggelegt. Nein! Der ist weg für immer. Mein roter Helm. Das stimmt mich ein bisschen traurig. Den müssen wir uns wieder beschaffen. Ich hoffe, die ID-Listen im Fallout London Wiki wurden angepasst, sodass wir hier, oder ich dann, vor der nächsten Aufnahme dann das so ein bisschen durchgehen kann. Aber okay. Naja, wie dem auch sei. Ne? Wenn nicht, sammeln wir wieder von vorne. Oder ab jetzt halt nochmal. Wir wissen ja, also ob der Kram nur in der Kiste liegt und ich ja meine Liste führe. Oder halt der Kram nur in der Liste steht. Ist doch irrelevant. Ne? Von jetzt an nehmen wir natürlich alles mit, was wir vorher noch nicht hatten. Und mit den ID-Codes gucke ich zum nächsten Mal. Oh, das ist ja richtig deep, Mann. Nehme ich. Oh, oh. Wurde bestimmt schon gespeichert, aber ich möchte da auf Nummer sicher gehen. Oh, oh, wen hören wir denn da? Neue Freunde. Verbessert, do not enter. Na dann noch nicht. Dann gucken wir jetzt hier erstmal. Na, du Flomido. So nicht. Schön durchladen. Alles cool. Ticket und Fleisch. Ja. Die Tische brauchen wir gerade nicht. Taschenlampe. Militär. Money leer. Aber hier nicht. Ja. Brennstoff. Ein Flammenwerfer wäre natürlich auch nicht verkehrt. Wenn ich das schon höre, ist da was drin, was Relevantes? Naja, zumindest nichts Irrelevantes. Können ja mal ganz kurz gucken. Achso, Kampf. Gut. Achso, so richtig im Kampf waren wir ja noch nicht. Aber ich würde gerne gucken, ob da Teile auf der ein oder anderen Schrotflinte sind, die wir ummodeln können. Na. Hey! So nicht. What the heck? Aus heiterem Himmel. Gucken. Da lebt noch einer. Das wissen wir. Das haben wir gesehen. Na, aber nicht, dass hier irgendwie um die Ecke glitscht. Wetz. Ah! Ein Hoch auf Wetz. Es lebe hoch. Ein Hubs und wir sind weg. Also wirklich. Aber die normalen, die gehen ja alle noch. Hier läuft irgendwo ein Durchnester rum. Der hat 10-mal so viel Energie wie die anderen, glaube ich. Ist echt übel. Ah, da ist er. Da ist er. Schande. Wow. Weg. Renne.
Hier hoch. Schande. Überlebt. Und jetzt auf dem Town so. Block. Jetzt müssen wir gucken. Vielleicht den Crit auffüllen. Wäre eine Option. Wasser haben wir nicht mehr. Zum Aufladen. Kommt her. Ich weiß, dass ihr das registriert. Dass ich nicht mehr unerreichbar bin. Ich weiß es. Ihr wisst es. Wir wissen es alle. Dexy wirkt nicht mehr. Hat aber lange gewirkt, mein lieber Scholli. Langzeit-Depotwirkung. Nein, nein, nein. Doch, ja. Machen alle. Machen alle. Da, 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 da. Oh Gott, Hilfe. Beinchen. Nein, Kopf. Zieh's durch, Mann. Bewegung, Bewegung. Weg, 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 weg. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Torso. Rüber. Rüber kritisch. Krank, Mann. Einfach nur krank haben wir es. Nein, Gefahr ist immer noch da. Aber es gibt auch noch Gefahr hinter der Tür, die wir nicht entern sollen. Schande, alles durchladen, bitte. Vor allem Muskel. Lazar. War nicht in diesem Durchlauf, ne? Ich bin ein bisschen durcheinander gekommen. Gebe ich zu, wann ich klappe, die zweite. Ist es oft nicht. Ah! Na, du bist nur normal, du bist normal. Lock. Aber jetzt, da sind wir versteckt. Aber wir können uns den Gang an die Waffenwerkbank sparen. Das sind beides haargenau die gleichen Kurzkampfflinten. Aber eine bräuchten wir auch für die Sammlung, ne? Oder? Ja, definitiv. Also können wir keine verkaufen. Aber hier erstmal Kram mitnehmen, das geht. Kampfgewehr, Aber das lohnt sich doch, ne? Plötzlich nur noch Kampfgewehre, ja. Und zwar richtig gut, aber ist auch das Gleiche, ne? 1:1, ansonsten würde die, glaube ich, gar nicht stacken. Wir könnten auch hier pennen. Kampfhelm, ach herrje. Haben wir noch nicht, ne? Nein. Was bringt der? Lohnt sich der Kampfhelm? 10:10, Alter. Aber physischer Schutz geht halt immer noch vor. Aber wir können ja mal ganz kurz gucken. Aber nicht, dass ich gerade Brown-Face-Bug habe. Ich habe oft nachgeladen. Nee. Aber sieht sehr cool aus, ne? Das gepaart mit der kaputten Gasmaske. Wenn das geht, es geht. Wie viel Schutz haben wir jetzt? 1 mehr. Ah. Ja, aber es sieht halt schon nicer aus, ne? Für ein Weilchen, okay? For a while, Crocodile. Nimm mit, steck ein. Wir haben es überstanden und wir sind wieder mal überladen. Aber das war nur eine Frage der Zeit. Problem ist nur, wir dürfen jetzt nicht so lange überladen durch die Gegend stapfen. Das macht uns behindert. Früher oder später lohnt sich der Verkauf von Kampfhelmen. Nein. 4. Alter, Fass. Sauberer Anzug für Kinder. Gucken. S. Sauberer Anzug. Nee, haben wir nicht. Oder haben wir den hier schon mit dabei? Nein. Nimm mit. Löscher. Blaupausen. Aber was für Blaupausen? Sind das hier vielleicht wieder irgendwelche Questgegenstände? Ja, ne? Definitiv. Kann ich sogar wieder weglegen. Schande. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Offiziersmütze haben wir jetzt schon. Defekter Rekorder. Oh Mann. Das ist alles andere als gut. Ich glaube, wir würden sogar richtig verkrüppeln, wenn ich jetzt nicht hinne mache. Oh, du bist überladen. Ja, ich weiß. Wodkaflasche. Ja. Pulloverweste für Kinder haben wir auch noch nicht. Muni. Die Kissen kann ich nicht mitnehmen. Was für eine Schmach. So, schon mal hinstellen. Hier, Multi-Workbench. Irgendwo hin. Und dann die Flaschen, aber nur, wo wir gestackt davon haben. Ansonsten ist es mir zu viel Bastelarbeit. Wo halt eine Zahl steht. Ich gucke jetzt nur, wo eine Zahl steht. Wenn da keine Flaschen dabei sind, dann Pustekuchen. Dann lohnt sich das nicht. 2 Wodkaflaschen. Deal. Deal. Scrap Junk. Hier alles. Ja.
Ich wollte nochmal drüber lesen. Das ist natürlich nicht eingedeutscht. Das liegt an der Mod. Spielkugel. Schande. Nochmal bitte. Alles. Das wird ja wohl nicht so lange dauern. Jetzt noch separat. Ne? Gut. Pick-upen. Wodka-Flaschi. Absafen. Vielleicht was essen. Ja, müssen wir sowieso. Damit wir auch ein bisschen Energie wieder zurückbekommen. Oh, wir können ja auch kochen, ne? Ja, genau. Warum eigentlich nicht? Dafür ist ja auch die mobile Workbench. Cooking Stove. Zack. Borden Red Shrew. Ja, gut. Hört sich gut an. Fuchssteak. Köterkeule. Meierlurk. Eieromelette. Ja, ja. Es funktioniert. Wir brauchen nur Wasser. Schmutziges Wasser von draußen. Dann hauen wir uns den besten Instant-AP-Buff in ganz Fallout 4. Und das ist ja irgendwie Fallout 4. Nur, dass wir abhängig werden können von Hundefutter. Da müssen wir uns erstmal dran gewöhnen. Das müssen wir verinnerlichen. Jut, danke schön. Was essen? Ich will Fuchs. Oder doch Boden Red Shrew? Wie bitte? 0 TP? Stimmt das? Macht einfach nur satt oder was? Ja, satt macht es zumindest. Aber von Fuchssteak bekommen wir zumindest Energie. Was ist mit diesen Kissen? Nein. Okay. Oh, da ist noch was. Abgenutzter Teddybär. Zerlegen wir beim nächsten Mal. Dahinter, ne? Da ist wieder Remy Demi. Ich glaube, das ist das falsche Gewehr dafür. Haben wir noch Crit Power? Nö. Ah! Wo denn? Da, nein, nicht noch ein Durchnester. Beinchen, 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 Beinchen. Wir müssen ihn verkrüppeln. Ja, du bist verkrüppelt, Mann. Du bist... Ah! Hey! Ein Glück können sie nicht unterm Tisch durchkrabbeln. Das wäre ziemlich unfair. Es sind... die Durchnästen. Oh, vorsichtig. Nein, nein, nein. Wo willst du hin, Mann? Du bist nur normal. Du bist einfach nur normal. Ein Schuss zerlegt. Kommt da noch wer? Sieht nicht danach aus. Was für ein tolles Spiel. Oh Mann. Ja, und die Kappe. Aber warum ist der so durchnässt? Das ist... Hafer, ne? Ne, Weizen irgendwas. Irgendeine Cerealie. Nicht gut. Verarbeitete Kohlenhydrate. Das ist der Tod. Ihr müsst mir glauben... Tee. Oh nein, nicht schon wieder. Wir müssen gleich nochmal zerlegen und dann ein Röhnchen drehen. Und zwar über Nadia und unserer Base. Aber hier würde ich ganz gerne noch durchkommen. Es wäre glorreich. Kuchen, naja, nicht so unbedingt, ne? Essen können wir ein bisschen stehen lassen. Wäre nur für die Essenssammlung. Gut, zerlegen. Nachdem wir die Wodkaflaschen in die Waschmaschine gepackt haben. Ja, alles bitte. Ich hoffe, wir können gleich wieder rennen. Könnte ich jetzt meine Wodkaflaschen aufheben, ohne dass sie zerlegt werden? Wir wissen es nicht. Aber wir können wieder, ja, wir können wieder durch die Gänge flitzen. Aber hier kommt noch irgendwas. Haben wir noch Royd? Ja, noch dreimal. Sehr wichtig hier. Hey! Was zur Hölle? Da ist bestimmt irgendwo noch einer versteckt. Hey! Kippen. Nicht mal die, aber ein Pümpel. Seife für Öl. Aber kann ich nicht rausnehmen. Ungünstig. Jede Toilette hat ihren eigenen Pümpel. Ich nehme Royd. Ist doch gut. Ruff. Immer schön ruff mit dem Zeug. Und jetzt da drinne. Das glorreiche Finale. Hoffentlich dann mit der Platte, weswegen wir ja ursprünglich hier sind. Und dann machen wir wieder die Nadia arm. Aber schnippel die Schnippschnipp. Und ebenso auch die Tour nach Hause. Für den Sammelkram. Hey! Es geht ja noch richtig episch hier weiter. Da liegt eine. Richtig, habe ich doch gut erkannt. Haben wir noch Minen? Oder sollten wir das generell aufschieben? Oh, keine Panik, aber wir nehmen das mal als Wink des Schicksals und bringen erstmal unseren Kram weg, ne? Aber Schnippel, die Schnippschnipp. Verdammt, Nadja ist immer noch leer.
Dann müssen wir erstmal nach Hause. Und ich glaube, 50 Stunden warten. Bis dann hat sich sicherlich auch das Wetter angepasst. Nach Hause, bitte. Ich packe hier mal einen neuen Schrank hin. Ich bin sehr gespannt, wie lange er diesmal hier bleibt. So einen großen wieder. Wobei, können wir die gar nicht bauen? Die waren, ich glaube, schon von vornherein hier. Höchstwahrscheinlich. Aber wir können echt viel bauen. Übel. Nein, ich will eigentlich nur einen Behälter. Genau. Ich nehme auch den hier. Der ist ganz schick. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten Verkauf. Spind. Neben die Waffen. Klamotten, Spind. Klamotten in die Klamottensammlung. Waffen in die Waffensammlung. Dann wollten wir noch unsere Rüstung überarbeiten. Jetzt, da wir Ressourcen haben. Aber ich glaube, ja, stimmt. Der nimmt sich jetzt natürlich nicht die Ressourcen aus unserem Stash. Richtig. Hier. Macht er nicht. Aber wir brauchen nur 6 Leder. 6 Leder brauchen wir. Ich bitte um 6 Leder. Genau. 6 Leder. Jetzt sofort. L. 6. Weiter, weiter, weiter. Da, 6. So viel Leder haben wir gar nicht. Ich dachte, wir hätten viel, viel mehr. Aber gut. Naja, so ist das halt manchmal. Armor, Workbench, Harnisch. Und hier bitte umgürtet. Wie sich das gehört. Danke sehr. Die Flaschen füllen. Dann nochmal durchscrappen. Und dann... Genau. Ach so. Au, Backe. Stimmt. Hier haben wir einiges noch nicht gebaut gehabt. In diesem Safe. Schande. Ich erinnere mich. Das Büro ist noch nicht komplett. Ja. Aber den spielen wir jetzt natürlich weiter. Jetzt haben wir viel, viel länger von der anderen Perspektive aus gespielt. Ihr wisst, was ich meine. Die Flaschen füllen. Selber noch ein Schlückchen trinken, aber das geht ja blitzschnell. Ja, hier ist sehr dunkel. Wir müssen definitiv dann hier die Lampen aufbauen. Ein paar können wir jetzt schon bauen. Aber da hinten, naja, ist schön muckelig, ne? Aber trotzdem, da muss ein bisschen Licht dahin. So Peripherlicht. Da, genau, ein Feuerchen. Was soll schon passieren? Gute Idee. Ist immer noch Camping hier. Ja. Sieht doch gut aus. Und hier noch eins. Ja, das können wir gelten lassen. Also ich finde das schick. Gibt's auch Kerzen? Laternen gibt es noch. Na gut. Vorsichtig, nicht durchs Feuer, meine Gute. Der Fernseher läuft ja auch noch. So ist schön. Absolut. Und den Rest beim nächsten Mal. Vielleicht die Heftchen ablegen, die ich noch dabei habe. Hefte in die Heftesammlung. Und ich sehe gerade, die neue deutsche Übersetzung hat hier Präfixe hinzugefügt. Das ist ja cool. Sicherlich auch bei den... Bei den Bierdeckeln. Oh, das hatte sich alles bei divers versteckt gehabt. Gut. Aber ebenfalls mit Präfix. Kann ich die jetzt hier ablegen oder nicht? Bierdeckel-Display. Questgegenstände. Noch nicht, aber vielleicht später. Nochmal Hefte in die Heftesammlung. Über divers. Wie hilfreich. Wir müssen nur nach dem richtigen Präfix Ausschau halten. Block. Gut. Okay, dann wieder runter. Nochmal scrappen. Und dann den Schrott ablegen. Wie viele Leute wohnen jetzt hier? 2. Immer noch. 3. Das gibt's ja nicht. Irgendwas machen wir richtig. Das ist schön. Aber nicht, dass ich vielleicht doch noch jetzt eine Klamottensammlung bei der Kneipe habe. Aber da hatte ich geguckt gehabt. Ich habe alles durchstöbert. Ihr müsst mir glauben. Aber jetzt mache ich erstmal Scrap. Junk. Macht das weg. Ja. Es soll nur noch Pulver sein. Dann einstecken. Ja. Jetzt ist er fertig. Schrott in die Schrottsammlung. Lebensmittel.
in die Lebensmittelsammlung. Und dann brauchen wir noch irgendwoher Flaschen für schmutziges Wasser, damit ich uns Meyerlurk Eieromelett herstellen kann. Ganz wichtig. Das war der Super Gin, ne? Aus der Gin-Brauerei, die dann Bier gemacht hat. Richtig. Den wollen wir aufstellen. Definitiv. Aber das hier muss noch alles rein. Aber wir sind fast fertig. Tee, Charisma plus 1. Tee für Bauherren. Erhöht die Heilungsrate. Und hier hätten wir noch weitere Teebeutel. Ich pack die mal alle rein. Früher oder später können wir hier eine Teeküche hinbauen. Und uns dann mit dieser und anderen Werkbänken aus dem Stash bedienen. Die verkaufe ich. Ja, das auch. Wir können... Also wir haben nicht viel für unsere gute Nadja zu verkaufen. Aber ist auch nicht so wild, ne? A ist für Atom. Keine Ahnung. Wird nichts angezeigt. Hier auch nicht. Frechheit. Überfälliges Buch geben wir noch ab. Gut, abspeichert. Ganz, ganz wichtig. Wasser noch einpacken. Ebenfalls sehr wichtig. Aber diesmal ruhig ein bisschen mehr. So 20 sollten es schon sein. Also noch 17. Ja, so ist gut. Den Apfel habe ich vergessen. Dokumente in den Schreibtisch unseres Büros. Die merkwürdigen Blaupausen habe ich ja auch reingelegt, ne? Müssen wir uns merken. Nicht, dass das wirklich Questgegenstände sind hier. Das Stellaratom ebenso. Habe ich hier reingepackt, das Fass. Falls wir es später mal brauchen. Es wirkt alles so Questgegenstandsmäßig. Ach, guck mal. Das kann ich nicht ablegen. Da stand gerade Questgegenstand. Und da genauso. Gut zu wissen. Eine Girlande. Hier fürs Büro. In die Wand, sehr gut. Oder da, noch viel, viel besser. Unsere Badewanne für die ganzen Modelle der Roboter. Guckt euch mal die ganzen Leuchtbilder hier an. Die müssen wir unbedingt alle bauen. In Reihe schalten. Aber nicht sofort. Na gut, doch. Wie schön. Aber es sind nicht alle, es fehlen noch 10 ungefähr. Oh, ist das schön. Das Lichtproblem wäre hiermit auch gelöst. Und einen Fahrstuhl haben wir auch. Es wird immer besser. Aber wir dürfen gleich noch was essen. Gibt es nicht noch irgendwas für die Cthulhus, wo wir die aufstellen können? Ich habe da noch nichts gesehen. Also wenn dann bei Regalen. Da sind ja die ganzen Aussteller, ne? Für Hefte... Und eigentlich auch für die... Nee, für die Karten auch nicht. Wo haben wir die gefunden gehabt, die Aussteller? Für die Bierdeckel und Co. Ich hätte ja gesagt, dass wir hier das finden. Aber hier ist keine Pinnwand. Aber ein Küken, oh ja. Nehme ich fürs Büro. Schon wichtig. Schwebt es? Ein Küken dürfte etwas schweben, aber nein. Ist in Ordnung. Aber wo ist diese Pinnwand? Aber Flaggen gehen auch. Hier so hin. Genau. Für London. Wo habe ich das her? Kann man das nicht... Nein, stopp. Würde man das dann sehen, wenn ich es jetzt einlagere? Nee. Lieber nicht. Die Karten, ne? Nicht, dass die verschwinden. Kümmern wir uns nächste Mal drum. Oh, wen haben wir denn da gefunden? Zigarettenkartendisplay und das Sonstiges. Bei der Badewanne. Sind auch die anderen Ständer... Wir brauchen Cthulhu-Ständer, wenn es sowas gibt. Ich schleppe ihn auch mit uns rum, das ist kein Problem. Naja, wir müssen dann auch bald pennen. Ich werde jetzt noch meine Modelle in die Badewanne legen und dann ist gut. Signalverstärker? Achso, das ist Musik und so. Muss ich vorsichtig sein? Ist gut. Modelle in die Badewanne. Oh, sind alle daneben gefallen. Und dich noch. Schon fertig. Sehr schön. Ausgezeichnete Arbeit. Wir speichern ab und legen uns hierhin schlafen. Oh, ist das hier eine schöne Atmosphäre. Mit dem ganzen Licht. Oh. Stimmt, wir haben gar nicht genug Betten. Deswegen kommen auch keine neuen Siedler. Noch mehr Zelte. Das ist eine große Campingstadt. Doppelzeltbetten. Gibt's auch Triple? Warte mal, hier für Pärchen und so. Rot finde ich gut. Und hinten die Wand sauber.
an die Hauptwand. Grün. Ja. Na klar, ey. Aber lieber an die Wand, ne? Da kommt noch eine Kneipe hin, versprochen. Also eine Bar zumindest. Nicht eine ganze Kneipe. Vielleicht noch ein paar Matratzen. Oder separate Schlafsäcke. Haben wir da nicht was? Ja, sag ich doch. Rot. Oder Nuka-Cola. Blau, auch nicht schlecht. Ihr. Und dich noch. Und dich noch. Und dich noch. Passt nicht mehr. Hätten wir mal ein bisschen zusammenrücken sollen. Kein Problem. Aber hier ist Schicht im Schacht. Da kann man sich ruhig mal berühren. Wir sind eine große Familie. Das ist nicht schlimm. So. Jetzt haben wir wie viele Betten? 11. Die müssen auch erstmal voll werden. Und da drüben ist auch nicht dunkel. Wegen der Lampen. Aber vielleicht packen wir ein Feuer rüber. Damit denen da auch nicht kalt wird. Und du kommst ein bisschen mehr hier, genau, zum Kanapee. Das ist brandfest. Das ist aus Asbest. Das sind die alle. Hm. Ja, gut. Okay. Dann Pennen, dann Nadja und dann weiter. Die Platte, der Raum. Sie warten auf uns, da wo wir den Crash hatten. Nehme ich noch auf. Glück gehabt. Das hätte auch anders laufen können. Ich bin ein bisschen nervös. Ne? Ihr wisst ganz genau, was passieren kann. Ist die Laterne an? Ja, sie ist schön an. Schlafen bitte. 5 Uhr am Morgen, eigentlich müssten wir jetzt los. Aber es geht doch eigentlich nur um Nadja, ne? Wir müssten gar nicht pennen. Dann lassen wir's. Schlafen ist gefährlich für uns. Wir gehen später zu Nadja. Ja, wir gehen später zu Nadja. Ist in Ordnung. Wir kümmern uns erstmal um unseren Kram. Kapazitäten sind in Ordnung. Ja, na gut. Zurück zum Luftschutzbunker. Das ist draußen hier, ne? Ja, das gilt als offiziell draußen. Und Likes erwähnen. Ah, das mache ich immer so ungern, aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback, und zwar von euch.